So, schön, dass ihr heute da seid. Wir fangen wie immer an mit einem Warm-up im Tabata-Stil. Das heißt 20 Sekunden Action, 10 Sekunden Pause. Davon machen wir zwei Runden. In der ersten Runde ein Mix aus Walking Crunches und Walking Knees to Elbow. Sieht folgendermaßen aus. Wir sind gestreckt, Arme sind lang, Beine sind lang. Wir gehen einmal Fingerspitzen an Fußspitzen und einmal Knie am Ellenbogen. Und das immer im Wechsel. Okay? Das ist unsere erste Tabata-Übung. Die zweite Tabata-Übung ist der World Greatest Stretch. Zeige ich euch auch gleich. Wir starten einmal im Stand, gehen einen tiefen Ausfallschritt, Hände an den Boden, einmal diagonal öffnen, soweit es geht. Und einmal mit derselben Hand, wie der Fuß am Boden ist, öffnen, auch hier soweit es geht. Dann einmal zurück, beim Wechsel und das gleiche auf der anderen Seite. Okay? Das ist unsere Übung Nummer 2. Wir starten jetzt aber erstmal mit den Walking Crunches, Walking Knees to Elbow. Die Musik wird gleich lauter gemacht, dann fange ich auch an. Okay.
einen Schluck trinken. Gleicher Rhythmus jetzt für den World's Greatest Stretch. Ich mache ihn noch einmal vor. Wir starten im tiefen Ausfallschritt, das heißt, wir müssen so tief es geht. Hände an den Boden. Eine Seite öffnen, andere Seite öffnen, so weit es geht. Über den Knien wechseln. Okay? Hier kommt es uns gar nicht aufs Tempo an. Wir wollen uns einfach nur warm machen, ein bisschen mobil machen. Also macht das schön langsam, schön großzügig, schön in die Dehnung reingehen und dann könnt ihr nichts falsch machen. Weiter geht's.
haben wir schon ein bisschen länger nicht mehr gemacht, zumindest nicht bei mir. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Stationen. Die zeige ich gleich auch nochmal. Jede dieser Stationen führen wir eine Minute lang aus. Danach haben wir 30 Sekunden Pause, gehen zur nächsten Station über. Insgesamt machen wir diesen ganzen Zirkel dreimal hintereinander, okay? Die Übung zeige ich gleich. Ich stelle schon mal unsere Uhr ein. Wir machen folgende Übungen. Wir haben einmal die zwei Gewichte, einmal den Stuhl. Station Nummer 1 ist der Step-Up to Push-Up. Das heißt, wir steigen erstmal auf den Stuhl drauf, wieder runter. Wer will, kann jetzt nach hinten springen oder ihr geht Fuß für Fuß nach hinten. Eine Liegestütz, wieder vor, beim Wechsel hoch, runter, eine Liegestütz. Und so weiter, bis wir diese eine Minute voll haben. Okay? Genau, jeder, der jetzt ein Bett hat, muss vielleicht mal schauen, ob das nicht zu weich ist. Alle anderen hören mir einfach weiter zu. Nächste Übung ist der Pike Push-Up Plank Kick. Ich zeige euch jetzt mal, wie das auszusehen hat. Pike Push-Up heißt, dass wir die Arme etwas breiter als schulterbreit haben und der Po oben ist, dass wir eine Spitze machen. Wir gehen mit dem Kopf voraus, in die ganz normale Liegestütze, dann einmal in den Plank wechseln, Kick, Kick und wieder den Pike, Liegestütze, Plank, Kick, Kick. Okay? Auch das machen wir eine Minute lang. Das ist unsere Station Nummer 2. Schaut da vielleicht, dass ihr genug Platz habt und keine Dinge umkickt. Ansonsten ist es gut machbar. Die nächste Übung ist ein bisschen schwer. Das ist ein Mix aus Superman und Jackknife. Ich zeige es euch einmal. Wir starten in Bauchlage. Arme, Beine weg vom Boden, gehen hier einmal in den Superman, das heißt hier die Rückenmuskeln zusammenziehen, dann rollen wir uns um in die Rückenlage und gehen hier in einen Crunch. Beine und Hände zusammen, zurückrollen, Superman, Rücken, Crunch. Okay? Wie gesagt, ein bisschen anstrengend. Müsst mal gucken, ob ihr genug Schwung hinkriegt, ansonsten dürft ihr euch gerne abstützen mit den Armen oder sowas. Auch hier eine Minute Work, danach haben wir 30 Sekunden Pause. Die nächste Übung, da braucht ihr eure Gewichte dafür, ist der Plank Row Thruster. Das heißt, wir starten im Plank, rudern einmal links, einmal rechts, gehen dann nach vorne, in den Thruster, abstellen, Plank, rudern, rudern, Thruster und so weiter, okay? Unsere letzte Station ist der Trizeps-Dip, da brauchen wir wieder den Stuhl, das Sofa, was auch immer. Und der Reverse Plank with Leg Lift. Für den Trizeps-Dip einmal die Hände an die Kante, hier einmal schön einen Dip rein, dann die Beine einmal strecken, heben, heben, zurück in den Dip. Okay, beim Reverse Plank darauf achten, der Körper ist ein Brett. Das heißt, der Bauch ist fest, das Gesäß wird nicht durchgehängt, sondern der Körper ist auf einer Linie. So, alles klar soweit? Ja? Geht so? Ich mache ja mit. Ihr seht ja dann, was ihr zu tun habt. Kannst du nochmal die erste Übung machen? Die erste Übung, Step Up to Push Up, genau. Erste Übung ist einfach hoch, runter, Push Up. Hoch, runter, Push-Up und so weiter und so weiter. Okay? Danke. Gerne. Das ist auch die, mit der wir jetzt gleich starten. Ich gehe mal die Musik ein bisschen lauter machen. Dann tippe ich auf Start und dann können wir loslegen. Hört man mich gut? Ja? Hört man die Musik gut? Ja? Sehr schön. In 6 Sekunden starten wir mit Übung 1. Step up, push up. 2, 1, auf.
wie viele von allen ihr macht. Bleibt in Bewegung. Euer eigenes Tempo beim Machbar. 20 Sekunden noch. Pause.
und Leg Lift. Zurück in die Dip Position, das heißt Füße ran. Einmal Dip, Füße raus, Reverse Plank und Leg Lift. Genau. Für den Dip schön die Füße wieder ranholen. Und dann für den Reverse Plank strecken. Ja. Yeah. Noch 25 Sekunden. Schulterblätter weg vom Boden. Genau, super. Zweite Anstrengung.
Zeit, habe ich euch doch gesagt. 20 Sekunden noch. Sekunden noch. 10 noch.
unterschiedliche Positionen. 10 Sekunden noch. 5, 4, 3, 2, 1. Bereit. Füße nach Körper. Kein Push-up. Wir wechseln in den Play. Dann den Kick. Schwung aus dem Bauch zu bekommen. So gut es geht. Wenn es gar nicht geht, stößt euch ein bisschen vom Boden ab. Genau. Beim Jackknife dran denken. Oberkörper geht mit. Schulterblätter weg vom Boden. Sehr schön. Super. Arme und Beine immer gestreckt lassen. Ja, klasse. 10 Sekunden noch.
Position. Schön tief gehen, Beine strecken, dann erst die Länge. 30 Sekunden noch. Wie geht's euch jetzt? Super, oder? Alle zeigen Daumen runter. Mir geht's gut. Weiß nicht, was ihr falsch gemacht habt. Das war leider ein Workout, bei dem es netter gewesen wäre, wenn wir alle zusammen gewesen wären. Wäre ein bisschen einfacher zum Vorzeigen und alles. Aber jetzt ist die Situation halt, wie sie ist. Wir dehnen uns ein bisschen und dann dürft ihr gehen. Wir starten hier, hüftbreiter Stand. Ein Arm hoch, Handgelenk fassen und wir nehmen die ganze Seite mit. Hier noch. 3, 2 und 1. Lösen. Am Wechsel. Und die andere Seite wird lang gemacht. Noch 4, 3, 2, 1. Lösen. Einmal den Arm vorne lang. Handfläche zeigt sich direkt nach oben. Und wir ziehen die Schulter zum Körper, den Arm in die Länge. Noch 4, 3, 2, 1. Lösen. Gleicher Arm geht hoch. Die Hand zwischen die Schulterblätter. Dann einmal den Ellenbogen nehmen und weiter nach hinten ziehen. 4 noch. 3, 2 und 1. Lösen. Kurz auslockern. Andere Arm vorne lang. Schön den Bizeps nehmen. 4 noch. 3, 2 und 1. Und lösen. Nach oben. Und den Arm lang machen. 4, 3, 2 und 1. Lösen. Nochmal lockern. Gehen etwas breiter als schulterbreit. Fersen bleiben am Boden und wir gehen mit dem Gesäß tief, so tief es geht. Wer hier schon eine Dehnung hat, bleibt. Alle anderen drücken die Beine etwas breiter auseinander. Genau, am besten die Ellenbogen nehmen und dann schön aufdrücken. 4, 3, 2, 1. Wir gehen mal auf der Höhe ein bisschen breiter, das heißt in den Grätsche rein. Nur so tief es geht. Und kurz halten. 4, 3, 2, 1. Rechts ein bisschen näher ran. Links geht auch die Ferse hoch. Und wir gehen mit dem Gesäß so nah es geht zum Boden. 4 noch, 3, 2 und 1, Seitenwechsel, ein Bein ist gebeugt, das andere ist lang und dann gehen wir auf die Ferse hoch. 4 noch, 3, 2 und 1, wir gehen von hier in den tiefen Ausfallschritt, Hände sind am Boden, Beine und Beine sind geöffnet lassen. Wer will und kann, geht jetzt noch zusätzlich mit den Ellenbogen tief. 4, 3, 2, 1. Wieder auf die Hände hoch und wir machen hier den World's Greatest Stretch. Den kennt ihr vom Aufwärmen. Einmal die eine Seite ganz weit öffnen. 3, 2, 1. Seitenwechsel. Und wir öffnen auch hier, soweit es geht.
geht. Schön die Schulterblätter zusammennehmen, die Brust öffnen. Drei, zwei und eins. Und löse. Über die Plank wechseln. Anderes Bein in den tiefen Ausfallschritt. Wer will und kann, Ellenbogen an den Boden. Drei noch. Zwei. Eins. Hochkommen. Und wir öffnen die eine Seite, soweit es geht. Drei. Zwei. Eins. Armwechsel. Und auch hier, soweit es geht, öffnen. Drei. Zwei. Eins. Hände an den Boden. Füße nach hinten. Ablegen. Dann nehme ich Arme nach vorne und ziehe das Gesäß nach hinten, soweit es geht. Rücken in Leib und breit machen. Vier, drei, zwei, eins. Dann gehen wir einmal nach vorne, erstmal in die Bauchlage. Wenn ihr hier seid, Arme strecken, soweit es geht. Wir dehnen die Bauchmuskeln, das heißt, nehmt den Kopf, soweit es geht, nach hinten und macht die Bauchmuskeln lang. Letzte vier, drei, zwei, eins. Langsam aufstehen. Alles einmal ausschütteln. Und dann habt ihr es auch schon überlebt. So schlimm war es gar nicht. Gutes Training, Leute. High Five habt ihr verdient. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Oder ihr kommt freitags beim Yannick vorbei. Bis dahin, gute Zeit. Schönen Abend noch. Ciao.